Es geht los, Deadpool 2. Hast du was dazu zu sagen? Erstmal ein Rauchen. Damit Cut. Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und was gibt es heute Schöneres zu tragen als wie Schwarz und Rot? Und damit kommen wir zu einem kleinen Vlog-Video mit meinem Endfazit natürlich zu Deadpool 2. Viel Spaß dabei. Gerade eben das erste Mal tatsächlich in Subway gewesen. Und was hast du? Ja, für ein Subway gar nicht schlecht, also besser wie Mc's. Alles besser. Ich hatte einen Barbecue Rib, total geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Wir haben gerade tatsächlich unsere Karten. Ja, wir haben gerade unsere Karten bekommen mit Rabatt. Ja, weißt du, der löscht einfach unsere Reservierung, damit die Karten günstiger werden. Was ist das für ein Wichser, Alter? Geht doch nicht. Ich wollte zeigen, ey, ich hab Money, Alter. Wir sind wieder zu Hause, gehen jetzt im Bus. Wie war der Film für dich? Kurz, knackig. So geil, dass ich mich jetzt ausziehe. Dritter Teil muss confirmed sein. Ja, das war mein kleiner Vlog. Dem Ganzen bisschen schlicht, aber ich fand es doch sehr amüsant. Kommen wir erstmal zum Merch, denke ich. Der Merch ist ganz einfach, das was er immer ist, Merch, und dazu gab es direkt das dicke Ei, zuerst den Kopf von Deadpool. Als, und das ist wahrscheinlich der Witz daran, ja, hier sehen wir den Kopf von Deadpool von innen. Also, der gute Junge hat mir Popcorn gespendet, super geil, super geile Aktion, ich weiß nicht, ob man... Hier sieht man's, Eat Me. Also, muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, oder? Es ist geil. Macht Spaß. So, dazu habe ich bekommen noch was, noch ein Trinkbecher. Mit einmal Ryan Reynolds drauf als Deadpool. Und einmal hier ein großes Bild von Deadpool. Mit einem kleinen Einhorn. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen konnte. Fand ich allerdings auch sehr lustig. Also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und auf diesem Becher gab es dann nochmal eine kleine Figur hier. Also diese kleine Figur. Und da steht A Suck It drauf. Also lutsch ihn oder lutsch es. So, und der Witz ist, hier ist ein Strohhalm. Man muss saugen. Anspielung, wer weiß. Fand ich sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich sehr lustig, hat mir sehr gut gefallen. Es gab noch zwei andere Figuren zur Auswahl. Einmal in der Pose von auf dem Bettvorleger oder dem Fußabtreter auf dem Teppich, wo er sich da auf diesen Teppich regelt. Blend dazu auch mal kurz ein Bild ein, denke ich. Ja, und dann noch aus dem Filmposter, wo er ganz bescheiden nach hinten guckt. So über die Schulter und dabei seine Finger an die Lippen legt. Blende ich auch mal kurz ein. Ja, und dann hatte ich noch eine Kleinigkeit bekommen und die seht ihr jetzt. Als hätte Thanos Handschuh nicht damals gereicht, gab es Deadpools Logo als Schlüsselanhänger. Fand ich auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht so hochwertig wie der Handschuh, ist ein Gummipad. Aber nur dafür haben wir diesen coolen Genossen hier. Und die coole Deadpool-Minifigur, die natürlich bei mir auch seinen Platz finden wird. Wie der coole Becher halt. Finde ich sehr schön, was Schlichtes, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich habe
Circa 20 Euro, glaube ich. 20 Euro. 15 bis 20 Euro habe ich geblättert. Fand ich sehr nett. Kommen wir zum Film. Der Film an sich ist in meinen Augen etwas schwieriger wie der erste Teil. Wenn man also den blanken Humor vom ersten Teil mochte, wird man diesen zwar auch wiederfinden. Wir haben herzlichst gelacht. Aber was mir in dem Film ein bisschen gefehlt hat, war, dass die Story auch funktioniert hat. Ich fand das Kind sehr anstrengend in diesem Fall. Wobei es hier natürlich auch dazu einen Hintergrund gibt. Fand es aber dennoch schwierig, diesen ganzen Verlauf dann fortwährend mitzunehmen, wo mich ein Witz nach dem anderen praktisch abgeholt hat. Und, oder auch Sprüche. Und daher war ich manchmal gefühlt den Film am Kappen. Ich habe etwas gesehen, wollte dem weiter folgen und irgendwann war ich so am Lachen, dass ich für einen Moment nicht mehr der Films folgen konnte und dadurch entstand bei mir fast schon sowas wie ein Cut. Dadurch ging Film-Szenen verloren. Was ich ja einerseits schade finde, andererseits ist es Deadpool, Leute. Ihr müsst lachen und holt euch den Film nochmal auf DVD oder schaut euch ihn da mit Freunden an und guckt ihn öfters, damit ihr dann auch den kompletten Film dann im Endeffekt im Kopf habt, weil dieser Film so viele Witze hat, ja, dass ich im Endeffekt durch diese Lacher nicht mehr ganz dem Ganzen folgen konnte. War aber in meinen Augen auch nicht schlimm. Ich fand es sehr schön, ich fand es gut. Es war eine richtige Wohltat, mal wieder so zu lachen, wie bei dem Film halt. Was ich aber anmerken möchte, wenn ihr jetzt das MCU oder Comics, nichts mit Comics in der Form anfangen könnt, nicht als Videospiele, nicht als Filme, nicht als Serien, dann vergesst es. Lasst dem Film liegen. Er wird euch zwar unterhalten, er wird seine Kracher haben und da bin ich mir sicher, werden immer noch genug Leute rausgehen und sagen, ja, das ist gut, das ist witzig gewesen, aber einige Witze bleiben dann halt doch mehr oder weniger auf der Strecke. Das ist ein 50-50-Ding, was ich dann ein bisschen schade finde, weil man sollte für solche Filme, um die vollständig zu verstehen, wirklich sich mit der Materie Marvel und Comicbücher auskennen. Und dann, gerade bei Deadpool ist es unglaublich wichtig zu haben, obwohl Deadpool auch ohne funktioniert. Und das ist der Witz daran. Es ist fast wie ein Paradoxum, schwierig zu erklären. Einerseits will man ihm weiterempfehlen, sagt, ja, hier, ey, super klasse Film, super lustig. Aber warum jetzt zum Beispiel der Name Thanos gefallen ist und wer Thanos ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Tut mir leid, da sind dann andere Anspielungen halt besser getan als wie andere, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Ich fand ihn insgesamt sehr sehenswert, auch für Nicht-Comic-Fans oder halt Marvel-Fans eine schöne, runde Sache, wobei ich sagen muss, dass man dann manchmal wahrscheinlich daneben sitzt und sich denkt, warum lachen alle? Ja, das solltet ihr dazu wissen, aber wie gesagt, ansonsten ein sehr schöner Film, kann ich nur jedem empfehlen und guckt diesen Film auf jeden Fall mehrfach, weil ansonsten werdet ihr es nicht verstehen. Ich habe wahrscheinlich auch unglaublich viel liegen lassen, ohne es zu merken, weil es so witzig war. Aber naja, ich bin raus. Genau wie der gute Kerl hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.